Wunderbare Erinnerungen an Arik Brauer haben uns auf diesen Abend eingestimmt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir diesen ganz speziellen Abend heute hier gemeinsam verbringen dürfen. Und vor allem auch, dass ich wieder einmal auf dieser schönen Bühne stehen darf. Mein Name ist Danielle Spera und als Direktorin des Jüdischen Museums Wien, als Mitveranstalterin und auch als Jurymitglied des Arik Brauer Publizistikpreises freue ich mich sehr, dass wir diesen Abend verbringen. Und bitte erlauben Sie mir zunächst, die Preisträger herzlich zu begrüßen. Esther Shapira. Und Christian Ulsch. Den Preis für sein Lebenswerk erhält Wolf Biermann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und auch Ihre Frau Pamela. Jeder, der heute hier bei uns ist, ist ein Ehrengast. Ich freue mich aber ganz besonders zu begrüßen Naomi Brauer. Sie wird begleitet von Jonathan Meiri und auch Timna und Jasmin Brauer werden wir in Kürze sehen und hören. Herzlich willkommen. Ein paar Gäste darf ich doch namentlich erwähnen. Frau Gesandte Maya Karmeli Sommer von der israelischen Botschaft, Oberrabbiner Jaron Engelmeier, den mir nicht unbekannten Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg, den früheren tschechischen Außenminister Karl Schwarzenberg, IKG-Präsident Oskar Deutsch und Ehrenpräsident Ariel Musikant. Herzlich willkommen. Liebe Hausherrin Anita Amersfeld, ich weiß nicht, wo du bist, aber vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und last but not least, einen Mann, der sich immer sehr gerne versteckt, obwohl er eigentlich der Wichtigste ist. Er sitzt hier hinter mir irgendwo auf der Bühne, Erwin Jauer. Er hatte die großartige Idee, diesen Preis ins Leben zu rufen. Ja, und wir leben in einer Zeitenwende, meine Damen und Herren. Die Rolle der Medien wird gerade in Zeiten wie diesen immer essentieller. Daher ist der Preis, den wir heute vergeben, ein Erfordernis der Stunde. Und er soll für viele Journalistinnen und Journalisten einen Ansporn für faire und auf Fakten basierende Berichterstattung darstellen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen war von der Idee dieses Arik Brauer Publizistikpreises sofort sehr angetan und er wollte unbedingt den Abend mit uns heute verbringen, konnte aber aus terminlichen Gründen nicht bei uns sein. Er hat uns aber eine Grußbotschaft geschickt, die wir uns jetzt anhören werden. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Preisträgerin, liebe Preisträger. Faktenbasierter Journalismus ist leider keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil, Fake News, Mythen, Desinformationen, frei erfundene Geschichtchen sind heute allgegenwärtig und sie verbreiten sich rasant. Im Internet, speziell auf Social-Media-Plattformen, wächst die Informationsmenge im Sekundentakt. Da ist eines wichtiger als je zuvor, ein objektiver, scharfer Blick auf die Wirklichkeit. Eine seriöse, faktenbasierte Berichterstattung ist das Fundament jeder sinnvollen demokratischen Diskussion. Und auf dieser Diskussion bauen die Lösungen für all jene Herausforderungen auf, denen wir uns auf der Welt gegenübersehen. Frau Shapira, Herr Ulsch, mit Ihrem Wissen und Ihrem Scharfblick helfen Sie mit, dieses Fundament zu festigen. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung mit dem Arik Brauer Publizistikpreis. Und Ihnen, Herr Biermann, gratuliere ich sehr, sehr herzlich zum wohlverdienten Sonderpreis für Ihr Lebenswerk. Abschließend vielen Dank an die hochkarätige Jury sowie an alle Beteiligten von MENA Watch. Ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Preisverleihung. Ja, wie ist diese Idee zum Arik Brauer Publizistikpreis entstanden? Bevor wir uns das im Film von Jonathan Meiri ansehen, möchte ich noch unbedingt die Künstlerin begrüßen, die diesen Preis gegossen hat. Sie werden es gleich sehen, Sabine Berthold.
Der folgende Film beginnt mit einem wichtigen Lied von Arik. Hören Sie und sehen Sie selbst. Was macht man mit dem Hitlerbüt, es liegt uns schwer im Morgen. Es ist so brat und lasst sie nicht im Häusl oben schwarm. Vergrammen wir's halt im Keller, da bleibt's bei uns im Haus. Wenn wir's etwa wieder brauchen, dann grammen wir's wieder aus. Ja, dann grammen wir's wieder aus. Was macht man mit den Hakenkreuz, die Großen und die Kleinen? Man kann's nicht in die Donau hauen, weil dort die Russen sind. Ja, schmeißt man's heute um Mitternacht beim Nachbarn übern Zaun. Wenn wir's etwa wieder brauchen, dann glauben wir's wieder zusammen. Ja, dann glauben wir's wieder zusammen. Was macht man mit den Mitgliedsbüchlein? Das sind ein Problem. SAN, SKK, SSJ und BDM. Versteckt man's heute im Nachtschirm, da wird doch keiner schauen. Wenn wir's etwa wieder brauchen, dann wissen wir, wo wir's haben. Ja, dann wissen wir, wo wir's haben. Was macht man mit dem Haus? Das haben wir bülligarisiert. Die Möbel und die Ölgemälde haben wir requiriert. Wer früher daheim war, ist sicherlich krepiert. Oder Seppa überlebt, zahmer Sasse, bis er stirbt. Ich habe das Privileg gehabt, mit Arik Brauer sehr eng verbunden zu sein, schon seit meiner Studentenzeit, wo wir gemeinsam Demonstrationen für die Freilassung der sowjetischen Juden aus der Sowjetunion demonstriert haben und auch originell inszeniert haben. Er war einer der wichtigsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und er hat sehr stark verfolgt die Aktivitäten von MenaWatch. Und wir haben darüber sehr viel diskutiert, weil er natürlich auch an Politik sehr interessiert war und besonders interessiert war an der Politik im Nahen Osten. Und mir ist dann die Idee gekommen, ein Jahr vor seinem Tod, und ich habe ihm gebeten, dass er für uns eine Skulptur erschafft, die als Preis für besondere Leistungen, für faire, nicht hysterische und ausgewogene Berichterstattung über den Nahen Osten einmal jährlich an Publizisten und Publizistinnen vergeben werden. Er hat sofort zugesagt, unter der Bedingung, dass er dafür nicht honoriert werden will. 5 Tage vor seinem Tod hat er mich angerufen, hat sich quasi verabschiedet, ich habe das nicht ganz verstanden, und hat mir gesagt, der Preis ist jetzt fertig und ich soll das mit seiner Tochter, mit der Timna, genau besprechen, wie das dann weitergehen wird. Und wenn ich daran denke, dass er das wirklich bis in den letzten Tagen auch wirklich daran gearbeitet hat, dann bin ich sehr gerührt und es ist mir aufgrund dessen ein ganz besonderes Symbol. Arik Brauer war trotz seines hohen Alters eigentlich unsterblich für mich und für viele andere auch. Vor einigen Jahren hat mein Vater Arik Brauer gemeinsam mit Wolf Biermann ein Interview gemacht und er war so begeistert von diesem Mann und insofern freue ich mich sehr, dass Wolf Biermann den Preis für sein Lebenswerk bekommt. Es war nur die Frage,
Welchen Preis sollen wir ihm übergeben? Mazel-Tov war ja schon für die Publizisten gedacht. Und so ist mir eingefallen, dass mir mein Vater vor vielen Jahren für meinen 50er eine tanzende Maus geschenkt hat. Das ist sie, aus Keramik. Ich habe damals sephardische Lieder gesungen aus Spanien. Und das Projekt hat geheißen Flamenco Judaico. Und das ist eine Flamenco-tanzende Maus. Und insofern freue ich mich sehr, dass diese Maus dupliziert wurde, ganz wunderbar, aus Porzellan von Sabine Berthold. Mazel Tov. Ja, die Realisierung des Arich Brauer Preises war für mich ein sehr spannendes Abenteuer und ich bin sehr dankbar, besonders, dass ich Arich Brauer noch kennenlernen durfte. Dadurch war er mir nahe, als ich seine Figuren neu modellierte. Und der Prozess ist folgendermaßen, also ich hatte natürlich sein Original und habe es in Porzellanformen übersetzt. Das heißt, es musste größer sein, also mindestens 18%, weil nach dem Brand die Figur ja kleiner wird. Und das war natürlich ein bisschen eine Herausforderung, aber eine sehr schöne Aufgabe. Nun, die erste Figur, Mazel Tov, ist ein eher schlichtes Werk, aber sehr ausdrucksstark. Und die zweite Form, die Maus, war natürlich eine große Herausforderung. Einfach durch die Bewegung, die sie bereits in sich hat. Ja. Sie ist ja eine tanzende Maus, die einen Flamenco-Schritt im Körper hat. Und das zu formen war schon herausfordernd, ja. Es freut mich sehr, wenn die Figuren von Arich Brauer den Preisträgern eine Freude bereiten und so sein Werk weitergetragen wird. Es brennt der Welt, wir leben ewig, ohne Groschen Geld. Und oft zerbiegen ich die alles ein, was will uns verschwarzen, unsere Pony. Wir leben ewig, wir sein ein Dorf, wir leben ewig, in jeder Show. Arich Brauer, 1929 bis in die Unendlichkeit. Er wird in unserer Erinnerung und durch seine Kunst unsterblich sein. Ich darf Ihnen an dieser Stelle die Jurymitglieder des Arich Brauer Publizistikpreises vorstellen. Die meisten von Ihnen sind hier oder per Stream zugeschaltet. Es ist das Gremium, das die heutigen Preisträger einstimmig gewählt hat.
Bitte begrüßen Sie mit mir Timna Brauer, Oskar Brauner, Publizist, Gründer von Trend und Profil, Herausgeber der Standard, Stefan Kaltenbrunner, Chefredakteur des Nachrichtensenders Puls 24, Ben Segenreich per Stream, langjähriger Korrespondent in Israel für den ORF, der Standard und die Welt, und Ednan Aslan, Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Wien. Eine Stimme in der Jury haben jeweils Bnei Brit und MenaWatch, und daher darf ich das Team von MenaWatch ebenfalls hervorheben und vorstellen. Thomas Eppinger, Alexander Gruber, Raimund Fastenbauer, Florian Markel und Christian Ortner. Und damit darf ich jetzt Erwin Jawor endlich auf die Bühne bitten. Eigentlich müsste ich über die Danielle viel sagen. Das hebe ich mir für ein andermal auf. Wir wissen alle, was sie da geleistet hat in diesem Museum. Und das wird nie mehr so, wie es jetzt ist. Callas singt auch nicht mehr. Maradona spielt auch nicht mehr Fußball. Also, wir gehen nicht mehr so einfachen Zeiten entgegen vom Jüdischen Museum. Das habe ich nicht vorbereitet. Also liebe Naomi, liebe Esther Shapira, lieber Christian Ulsch und lieber Wolf Biermann, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wundere mich, dass ich vor Ihnen stehe. Ich war nämlich ziemlich sicher, dass ich trotz 3 Impfungen ernsthaft an Corona erkranken werde. Ich gehöre nämlich einer Gruppe mit einer ernsten Vorerkrankung an. Ich leide seit meiner Jugend an unheilbarer Hypochondrie. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber nicht mehr im März, sagt mein Horoskop. Heute, genau vor einem Monat, haben russische Truppen die Ukraine überfallen und der Krieg, der tausende Menschen getötet, zehntausende verletzt und Millionen in die Flucht getrieben hat, ist immer noch im Gange. Und wir im Westen sind empört, schauen nicht auf unsere eigenen Versäumnisse, unsere eigenen Fehler und Missetaten und urteilen wir es, weil es halt so einfach ist, über die anderen. Die Empörung über den Krieg in Georgien 2008 und der 10-jährige Tschetschenienkrieg mit 80.000 Toten hielt sich ja in Grenzen. Sind da nicht auch Menschen gestorben? Vielleicht waren diese Kriege noch zu weit weg von uns und die Opfer dort waren uns kulturell und historisch nicht so nahe wie gerade jetzt. Genauso verhält es sich mit der ständigen Drohung der iranischen Führung, Israel von der Landkarte auszulöschen. Wird schon nicht so schlimm kommen. Die Iraner sind ja nicht dumm und Israel hat ja eine starke Armee, höre ich immer wieder. Adolf Hitler wurde auch nicht ernst genommen, als er in Mein Kampf seine Pläne öffentlich und unmissverständlich niederschrieb. Und das Buch war bekanntlich ein Bestseller und wird in gewissen Ländern immer noch gerne gelesen. Der Westen lebt weiterhin in seiner Lüge. Wir haben es uns bequem gemacht und fantasieren von über 70 Jahren Frieden in Europa, was bekanntlich nicht stimmt, und blenden weltweit Millionen Tote während der kriegerischen Auseinandersetzung der letzten Jahre einfach aus. Armin Thurnherr hat vor kurzem geschrieben: Wenn uns Österreichern nichts gegeben ist, so doch dieses: an internationalen Krisen mit teilnehmender Teilnahmslosigkeit teilnehmen zu dürfen. Warum sind gerade wir so anfällig für Wunschdenken und Manipulation? Und was macht uns zu
unverbesserlichen Beschwichtigern. Ich habe MENA Watch vor 10 Jahren gegründet, da ich mich über die meist einseitige und unfaire Berichterstattung über den Nahen Osten in vielen Medien gewundert habe. Ich wollte, dass auch eine andere und differenziertere Sichtweise zur Kenntnis genommen wird. Bevor ich jedoch dieses Abenteuer begonnen habe, habe ich naturgemäß vorher einige kluge Leute um Rat gefragt. Ein besonders kluger Freund hat mir abgeraten. MENA Watch wird genauso wichtig werden wie Matzes in Oberammergau. Er hat nicht recht behalten. Unsere Berichterstattung wird seither von Millionen Lesern im deutschen Sprachraum verfolgt und geschätzt. Außer unserem fixen Team von Fachleuten, Redakteuren und Politikwissenschaftlern beschäftigen wir Dutzende Autoren, die regelmäßig für uns schreiben. In diesen 10 Jahren haben wir über 24 Länder in diesem MENA-Gebiet, also Middle East, North Africa, berichtet. Von Afghanistan bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. In diesen 10 Jahren hat es dort andauernd und ohne Unterbrechung Kriege gegeben und es hat kein einziger Tag existiert, wo keine Todesopfer zu beklagen waren. Laut UNO-Bericht aus diesem Teil der Erde, diese grauenhaften Zahlen, die jetzt kommen, sind dazu noch dazu unvollständig. Arabischer Frühling, 61.000 Tote. Libyen, 30.000. Krieg Saudi-Arabien-Jemen, 377.000 Tote. Der sogenannte syrische Bürgerkrieg, mindestens 600.000 Tote, geschätzt jedoch wahrscheinlich über 1 Million. Und der tragische Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel hat zwischen 2008 und 2020 5.800 Tote gefordert. Ein Vergleich von Todeszahlen ist völlig unangebracht, zynisch und grausam. Trotzdem frage ich mich, warum gerade Israel derart im Fokus der Berichterstattung steht. Und die UNO in den letzten Jahren öfter verurteilt wurde, Israel wurde von der UNO öfter verurteilt, als alle anderen Länder der Welt zusammengerechnet. Im Übrigen hat Russland und die Ukraine eines gemeinsam. Beide Länder haben unisono immer gegen Israel gestimmt. Vielleicht ist das eine gute Basis für zukünftige Friedensgespräche. Vor circa 10 Jahren erschien das Israel-Gedicht von Günter Grass, in dem er schrieb: Warum sage ich jetzt erst, gealtert mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden. Günter Grass war ja bei der Waffen-SS, was er auch nicht gerade mit frischer Tinte notiert hatte, sondern erst 61 Jahre nach Kriegsende. Auch die Fixierung auf Israel als angeblichen Unrechtsstaat ist pathologisch und dient letztlich zur Abschaffung des jüdischen Staates. Der von Amnesty International erhobene Vorwurf eines Apartheid-Regimes und die daraus folgende fast genüssliche Berichterstattung in den Medien ist widerwärtig. Eine komplette Verdrehung der Tatsachen und befördert bewusst modernen Antisemitismus. Dies hat auch Arik Brauer immer wieder beschäftigt und auch geärgert. Und er hat die Idee geboren, ein Kunstwerk für Publizisten zu erschaffen, um jene zu ehren, die eine faire, ausgewogene, differenzierte, analytische und möglichst unaufgeregte Berichterstattung pflegen. Selbst dann, wenn sie nicht dem Mainstream entsprechen und demnach auch Mut erfordern. Eine bessere Wahl für den Arik Brauer Publizistikpreis 2022 an Esther Shapira und Christian Ulsch hätte er auch eher nicht treffen können. Der Preis für das Lebenswerk an Wolf Biermann, den er immer wieder bewundernd erwähnt hat, ist ganz in seinem Sinn. Das weiß ich. Mazel Tov.
Ja, und damit kommen wir zur ersten Preisträgerin. Es ist die deutsche Journalistin und vielfach ausgezeichnete Filmemacherin Esther Schapira. Ich möchte gar nicht viel mehr verraten, das wird ihr Laudator tun. Es ist Volker Beck, Politiker von Bündnis 90 Die Grünen, langjähriges Mitglied des Bundestags und einige Jahre Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Bitte. Vielen Dank und es ist mir eine große Ehre und Freude, hier zu stehen. Liebe Esther, lieber Georg, liebe Mitpreisträger Christian Ulz und Wolf Biermann, lieber Erwin Jawor, liebe Frau Sperer, sehr geehrte Damen und Herren. Aufstehen, reden, sich einmischen. Mehr können wir nicht tun, weniger dürfen wir nicht tun. Das sagte Esther Schapira vor zwei Wochen bei der Verleihung der Buber-Rosen-Zweig-Medaille selbst mal in der Rolle der Laudatorin bei ihren vielen Preisen, die sie schon bekommen hat. Esther Schapira ist eine Frau des Wortes mit klarem ethischem Kompass, unbestechlicher Analyse, Schmus, Selbstgefälligkeit oder moralische Überheblichkeit ist ihre Sache nicht. Dem EUC und Thomas Bach mit seinen Kniefällen in Sotschi und Peking schrieb sie jüngst ins Stammbuch: Wer Diktatoren als bunte Propagandakulisse dient, macht sich mitschuldig. Und wer eine Stimme hat, die gehört wird und schweigt, ebenfalls. Und nicht nur bei Israel ist ihr es zuwider, wenn Reden und Handeln auseinanderfallen. In Deutschland, dem Land der Stolpersteinputzer und Israelkritiker, kennt man das Gesicht von Esther Schapira von ihren klaren Kommentaren in den Tagesthemen, der Hauptnachrichtensendung des ersten öffentlichen deutschen Fernsehsenders. Sie kommentierte gegen Rassismus wie Homophobie und Antisemitismus und für Weltoffenheit und Toleranz. Ob es um den Umgang mit dem deutschen Guantanamo-Häftling Konas ging, um antimuslimische Hetze oder eine Essentialisierung des Islam oder eine falsch verstandene Toleranz gegenüber Intoleranz. Von Esther Schapira gab es eine klare Ansage: Muslimische No-Go-Areas für Juden, aber darf eine freie Gesellschaft genauso wenig dulden wie die befreiten Zonen der Neonazis. Da hapert es manchmal bei uns, dass alle gleichermaßen gegen alle Formen des Antisemitismus aufstehen. Esther Schapira hat dazu immer wieder ermahnt. Sie wies auf die Schmach der Vereinten Nationen mit ihren anti-israelischen Durban-Konferenzen hin, die sich nicht scheuten, den Antisemiten und Israel-Hasser Ahmadinejad einzuladen, als sei das noch nicht schlimm genug, dafür wie ein Ausrufezeichen auch noch am Datum von Hitlers Geburtstag. Sie mahnte aber auch Netanyahu einst, sich nicht die Palästinenser zum Vorbild zu nehmen, die nie eine Chance verstreichen ließen, eine Chance zu verpassen. Netanyahu hat sich leider an den Ratschlag nicht gehalten. Kommentare, gerade die Kurzkommentare in den Hauptnachrichtensendungen, sind ein schwieriges Genre. Sie leben von Zuspitzungen und Pointierungen. Dies verführt viele Kommentatorinnen zu Vereinfachungen. Einfach ist es, sich den Beifall von einer Seite einfach abzuholen. Der Fanclub ist zufrieden. Esther Schapiras Kommentare zeichnen sich nicht nur durch einen klaren Standpunkt aus, sondern sie teilte dabei in der kurzen Zeit immer wieder mit ihren Zuhörerinnen auch Zweifel, Bedenkenswertes und weiter zu berücksichtigenden Aspekte. Damit hoben sich ihre Kommentare immer wieder wohltuend von den Feldgottesdiensten der Simplifizierung mancher Kolleginnen ab. Es lohnte sich nach ihren Kommentaren weiter darüber nachzudenken. Ich bedauere gerade in diesen Tagen, in denen sich deutsche regierungsamtliche vollmundige Solidaritätsbekundungen so krass von jetzigem und vergangenem Handeln beim Thema Ukraine und Waffenlieferungen oder Energie widersprechen, aber die Lage alles andere als einfach ist. Da fehlen mir Ihre differenzierenden Kommentare mal zur Abwechslung in den Tagesthemen.
Esther Schapira hat in den 80er Jahren ihr journalistisches Wirken beim Frankfurter Sponti-Magazin Pflasterstrand begonnen, unter der Ägide von Daniel Cohn-Bendit im linken Frankfurter Milieu. Es folgten freie Tätigkeiten als freie Reporterin, Redakteurin, Moderatorin und Autorin bei ARD-Sendeanstalten, vor allen Dingen beim Hessischen Rundfunk und beim meinem Heimatsender, dem Westdeutschen Rundfunk, und ihren verschiedenen politischen Magazinen. Bevor sie schließlich beim Hessischen Rundfunk in leitenden Positionen tätig war, als Ressortleiterin für Zeitgeschichte und als Abteilungsleiterin für Politik und Gesellschaft. Und sie betreute dabei eine unzählige Zahl von Filmen und Dokumentationen. Man könnte einen eigenen Abend dazu hier gestalten. Unter ihren zahlreichen bedeutenden Veröffentlichungen wie die Akte Alois Brunner will ich vor allem das mit Georg Hafner geschriebene Buch Israel ist an allem schuld hervorheben, weil es mich persönlich besonders beeindruckt hat. Dieses Buch, das durch seine Erzählweise eigentlich zum Häppchen- und Kapitelweisen lesen einlädt, habe ich damals wohl um 2015 muss es gewesen sein, nach dem Erscheinen des Buches in einem heruntergelesen. Es erzählt den Alltag des Antisemitismus in Deutschland in der Begegnung unter anderem mit vielen Jüdinnen und Juden. Es hat mich einerseits so gefesselt, weil mir vieles Berichtete so unheimlich bekannt vorkam, ich es aber noch nie so verdichtet und tief ausgeleuchtet wie brillant und humorvoll erzählt gelesen habe. In der Einleitung legt Esther Schapira ihren Blick auf das Thema und ihr Verhältnis zum deutschen Mainstream offen. So einig ich mir mit vielen meiner Generation bei anderen großen Zukunftsthemen war, so groß waren die Unterschiede, wenn es um Juden und Israel ging. Dass beim Thema Israel bei zu viel Wein und Wahrheit die Freundschaft schnell unter die Räder kommen kann, kenne ich selbst auch, wie vielleicht manche andere hier im Saal. Aber es ist eine Sache, gegen Antisemitismus aufzustehen, weil er unanständig, barbarisch und falsch ist, oder zu wissen, dass man durch mordende deutsche Hände aufgrund des antisemitischen Wahns ganze Teile der eigenen Familie in den Konzentrationslagern oder in den Wäldern der Sowjetunion verloren hat. Esther Schapira schreibt dazu treffend, es ist ein Unterschied zwischen Fühlen und Mitfühlen, zwischen getroffen und betroffen. Das Buch ist sicher keine geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung des jüdischen und demokratischen Staates oder des Nahostkonfliktes. Das will es auch gar nicht sein. Auch wenn Michael Wolf sein Recht damit hat, dass es ein intelligentes und informatives und lesenswertes ist. Denn man lernt bei der Lektüre viel dazu und manches, wo man falsch informiert ist, kann man dabei richtig informiert sein hinterher. Aber vor allem, es schärft den Blick und hinterfragt gängige Narrative. Und es nimmt verbreitete Ansprüche beim Wort. Als Vertreterin einer fairen Lösung des Konfliktes schauen die Autorinnen den Äquidistanzlern auf die Finger. Eine Kostprobe. Wer beide Seiten betrachten will, sollte auch bei beiden Seiten dasselbe Maß anlegen. Pressefreiheit, Frauenrechte, Schwulenrechte, Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung von gesellschaftlichen Minderheiten sind dafür durchaus taugliche Kategorien. Weil aber nicht einmal die engagiertesten Palästina-Freunde ernsthaft behaupten würden, dass auch nur in einem einzigen Punkt fraglich ist, wer den Wettbewerb gewinnt, fällt der Vergleich lieber ganz aus. Das haben wir jüngst bei Amnesty International und ihrem Anti-Apartheids-Bericht gesehen. Die klare und eindringliche Perspektive und Stringenz der Argumentation ließ bei manchen Rezensenten des Buches nach Themenwechsel rufen. Wer sich aber darauf einlässt, wird mitgenommen zu einem Perspektivwechsel. Deshalb wünsche ich dem Buch auch weitere Auflagen oder und einen zweiten Band. Wir sprachen gestern darüber. Heute erhält Esther Papier,
Heute erhält Esther Schapira den ersten Arik Brauer Publizistikpreis. Damit ein Preis eine Wertschätzung erhält, damit er eine begehrte Ehrung wird, muss man bei den ersten Preisträgerinnen besonders sorgfältig auswählen. Denn sie prägen das Image des Preises. Und wir haben gehört, er soll ja Ansporn sein. Daher kann ich die Jury nur beglückwünschen. Mit der Verleihung an Esther Schapira wird er ein Leuchtturm für intellektuelle Unbestechlichkeit, brillante Analyse, klare und präzise Sprache und eine humanitäre und empathische Haltung. Liebe Esther, herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, wir werden von dir noch viel Bedenkenswertes zu lesen bekommen. Mazel Tov. Kostbar, um zu wagen, dass ich ihn in der Hand halte, während ich mich bedanke. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Volker, für deine Worte. Ich hätte übrigens noch länger zuhören können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber mir kam es nicht lang vor. Nein, vielen Dank. Vielen Dank, Erwin Jawohr. Und vielen Dank der Jury natürlich. Und vielen Dank vor allem, liebe Familie Brauer. Wenn es etwas gibt, was ich bedauere, dann ist es, dass ich Arik Brauer persönlich nicht mehr kennenlernen konnte. Ich habe, wenn ich mir diese Bilder anschaue, wenn ich seine Biografie lese, wenn ich höre, was Sie über ihn zu sagen haben, die Sie ihn so gut kannten, den Eindruck, dass ich viel verpasst habe, ihn nicht persönlich kennengelernt zu haben. Aber er zieht ja jetzt in gewisser Weise bei uns zu Hause ein und immer dann, wenn ich auf diese wunderschöne Skulptur schaue, vielen Dank an die Künstlerin, dann wird es mir auch ein bisschen Mut machen, Ermutigung sein und ich werde mich daran erinnern, was wir auch gehört haben, dass es ein Vermächtnis auch ist, dass damit ein Auftrag verbunden ist und ich verspreche Ihnen, ich nehme diesen Auftrag ernst. Denn wenn es etwas gibt, dann ist es sicherlich die Verpflichtung, den Mut nicht zu verlieren, weiterzumachen. Und im Moment fällt es gar nicht so leicht, wenn wir uns umschauen und sehen, wie die Lüge zu triumphieren scheint, wie die Unverschämtheit, die Dreistigkeit, die Verdrehung so gemein und höhnisch zu triumphieren scheint, dann hat die Wahrheit, dann haben Worte es verdammt schwer. Und umso wichtiger ist es, eben nicht zu verzagen, nicht aufzuhören und dafür braucht man dann auch zuweilen Ermutigung und insofern freue ich mich ganz besonders, dass sie mich fortan immer wieder daran erinnern wird, wenn ich da hinschaue. Und was man auch braucht, um nicht zu verzagen, das ist ja weitermachen, Humor, Kunst, Kultur, auch daran erinnert es uns. Und noch etwas geht mir in diesen Tagen durch den Kopf. Erwin Jawohr hat es auch ja gerade uns in Erinnerung gerufen. Die Ukraine führt uns und der Überfall auf dieses Land führt uns vor Augen, dass am Ende es so ist, dass dem Opfer die Sympathie gehört, das Mitleid. Sympathie und Mitleid aber retten kein Leben. Das Einzige, was hilft, ist, sich wehren zu können, ist nicht aufzugeben, ist weiterzumachen. Und vielleicht hat man das Glück, tatsächlich ein paar verlässliche Mitkämpfer, Mitkämpferinnen zu finden. Israel kennt diese Situation von Anfang an, von der ersten Sekunde der Existenz dieses Staates. Und nicht nur der jüdische Staat kennt das, sondern Juden kennen es und Jüdinnen von Anfang an, über die Jahrtausende hinweg. Und sie wissen deswegen, dass Mitleid das Letzte ist, was man braucht, um zu überleben. Man darf einfach den Mut nicht verlieren, man muss weitermachen, trotz allem.
Und dafür steht, glaube ich, auch Arik Brauer und dafür steht für mich in Zukunft auch diese Skulptur, denn mit der Feder am Kopf wird eins ja auch ausgedrückt. Ja, kurzfristig mag es so aussehen, als ob die Lüge triumphiert. Am Ende aber, daran will ich einfach ganz fest glauben, triumphiert die Wahrheit, triumphiert das Wort. Und es gilt, was wir eben so wunderschön gesungen haben, wir leben ewig, wir sind auch. Danke. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute Abend einen kleinen Beitrag zu leisten, gemeinsam mit meiner Tochter. Aber zuerst eine kurze Lektüre zu dem Lied, das wir vortragen werden. Ein Lied, das mein Vater vor vielen Jahren geschrieben hat. Wie baut man ein Haus im Morgenland? In Israel am Karmelgebirge gibt es ein kleines Künstlerdorf mit einem wunderbaren Blick auf das Mittelmeer und täglich neuen Wolkenstimmungen. Dort gab es eine Ruine, die offensichtlich keiner haben wollte, denn es gab dort weder Wasser noch elektrischen Strom. Sehr wohl gab es aber allerlei giftiges Getier, einen Kauz und einen Stachelschwein. In einiger Entfernung lebte ein etwas verwilderter Bildhauer. Brauer tastete sich vorsichtig an den sogenannten Dorfrat mit der Frage heran, ob er diese Ruine wohl ein wenig ausbauen dürfe, um hier den Sommer mit seiner Familie zu verbringen. Die Antwort war, frage nicht, baue. Gott ist groß und die Zukunft in seiner Hand. Auf dieser juristischen Grundlage begann Brauer sein Haus zu bauen. Ein solches Bauwerk kann man nicht von einer Firma sanieren lassen, die würde es nur niederreißen. Man brauchte dazu drusische Bauern. Brauer bestellte sich also einen Drusen. Dieser saß um 4 Uhr früh, sich laut räuspernd, vor seinem Fenster und trug folgende Ausrüstung mit sich. Etliche 40 cm lange Eisenstäbe, eine Spule Rebschnur, einen Hammer, eine Baumschere, einen vollen Wasserkrug und eine arabische Kaffeekanne mit 2 winzigen Tassen. Nachdem man die üblichen Begrüßungsfloskeln abgespult hatte, ging der Druse sogleich in medias res. Du willst einen Anbau machen? Mach ich. Hier muss er stehen. Das ist ein felsiger Grund. Er stand auf, nahm die Baumschere zur Hand und bahnte sich mit mächtigen Fußtritten einen Weg durch die Disteln. Das ist der beste Platz. Hier machen wir 2 Fenster nach Norden, damit ich die Sonne nicht frisst. Außerdem wird mein Anbau deine Ruine von hier aus gut stützen, damit sie der Wind nicht davonträgt. Hier kommen einige Stufen, da kannst du stehen, wenn Gäste kommen. Du müsstest übrigens trachten, dicker zu werden, das sieht dann stattlicher aus. Unter den Stufen führt das Abwasserrohr in eine Grube, die machen wir weiter links, damit der Wind nicht den Gestank ins Haus trägt. Während er pausenlos weitersprach und einen kompletten Bauplan entwickelte, begann er systematisch die Dornensträucher zu stutzen, so dass zusehends ein Platz in Form eines Zimmers frei wurde. Brauer versuchte ihn mit abendländischen Argumenten zu stoppen, mit Plänen, Architekten, Statikern und so weiter. Der Drose verzog nur verächtlich die Miene. Erst als das Wort Kostenvoranschlag fiel, steckte er die Schere ein, blickte ernst in den weiten Himmel und sprach, kochen wir einen Kaffee. Als dieser aus 2 winzigen Tassen mit langem Schlürfton ausgetrunken war, hielt der Druse eine richtige Ansprache. Du bist deutscher Jude, Künstler, dir gebührt alle Ehre. Ich bin Druse vom Karmel, mir gebührt alle Ehre. Deinen Eltern und Geschwistern und den Kindern deiner Geschwister gebührt alle Ehre. Meine Familie ist mit Hilfe Allahs groß geworden und es gebührt uns alle Ehre. Wie ein Lied. Er begann, die schier endlose Reihe seiner Familienmitglieder namentlich aufzuzählen. Was zuletzt herauskam, war die Erkenntnis,
dass so ehrenwerte Menschen wie die beiden keinen Vertrag oder Kostenvoranschlag benötigten, sondern dass es ehrenvoller sei, dem Drusen jetzt gleich eine bestimmte Summe auszuzahlen. Nach beendigter Arbeit könnte man dann abrechnen. Brauer hat im Verlauf der folgenden Jahre noch oft diese Art von Ansprachen gehört und begriff mit der Zeit auch ihre Bedeutung. Diese Reden kommen immer dann zustande, wenn es ums Geld geht. Und sie werden in schlaflosen Nächten sorgfältig vorbereitet. Es ist unschicklich und zwecklos, diese oft stundenlangen Wortlawinen unterbrechen zu wollen. Vielmehr wird erwartet, dass als Antwort beim nächsten Treffen der Partner eine Rede hält. Bezahlung wird im Orient nämlich nicht nur als Lohn für eine vollbrachte Leistung verstanden, sondern immer als Ergebnis siegreicher Beredsamkeit. Es gilt dabei als Ehre, den anderen hereinzulegen, und ohne diesen Reiz macht das Ganze keine Freude. Es werden dabei die absurdesten Argumente, meist aus dem Bereich des Privatlebens, mit einem grandiosen Einsatz an Fantasie vorgetragen. So vordergründig und naiv diese Lobhudelei, diese Selbstbeweihräucherung auch sein mag, es geht eine geradezu hypnotische Wirkung von ihr aus, der man sich nicht so leicht entziehen kann. Man beginnt unwillkürlich stolz zu werden auf Brüder, die man gar nicht hat. Man nimmt Anteil an tragischen Familienereignissen, von denen man weiß, dass sie frei erfunden worden sind. Brauer hat im Verlauf der Baujahre selbst viele solche Reden gehalten, hat das Blaue vom Himmel heruntergelogen und viel Erfolg damit gehabt. Bei jener ersten Feuerprobe kam es schließlich zu einem Kompromiss in Form eines Heftblattes, auf welchem die diverse Preise pro Quadrat, Lauf oder Kubikmeter als Richtlinien vermerkt waren. Dieses Blatt wurde vom Brauer auf Deutsch und von dem Drusen auf Arabisch bekritzelt und unterzeichnet, so dass keiner der beiden sicher wusste, was der andere eigentlich darauf geschrieben hatte. In Bezug auf den Brauch als solchen begriff Brauer jedoch rasch, dass dieser Mensch genau wusste, wie in diesem Klima und auf diesem Hügel gebaut werden musste. Er wurde nicht enttäuscht. Allerdings wollte Brauer nicht nur Fenster nach Norden und Abflussrohre, die nicht stinken, sondern er wollte vor allem ein Haus, das einem Mann gleicht, der mit den Füßen zum Meer weist und mit dem Kopf in Richtung Jerusalem. Ein europäischer Baumeister hätte ihn mit diesen Skizzen wahrscheinlich zum Teufel gejagt. Der Druse aber fand daran nichts Ungewöhnliches und er begann, seine mitgebrachten Eisenstäbe in die harte Erde zu schlagen und die Rebschnur zu spannen. Als die Sonne unterging, war der Bau fertig geplant und der Grundriss vermessen. Ein Rohbau besteht aus drei Arbeitsschritten: Basisbau, Mauern und Dach. Bei Abschluss jedes Abschnitts muss ein Fest, eine Hafla, veranstaltet werden. Die Qualität dieser Hafla ist ein wesentlicher Faktor für die Qualität des darauf folgenden Arbeitsganges. Doch davon später. Ich freue mich jetzt, meine Tochter Jasmin auf die Bühne zu bitten. Jetzt wollen wir uns ein Haus bauen im heiligen Land. Da braucht man nur eine Mischmaschine an Schotter und an Sand. Wir haben zwar keine Genehmigung, da kommt uns keiner drauf. Wir bauen nämlich zitzelweiß, da fällt es gar nicht auf. Die Leute mit ihrer Profession, die liegen schon auf der Lauer. Wir bauen mit jeder Nation und zahlen wird der Brauer. Hoppa! Jeder Mensch hat sein Talent, irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, der Christ und der Hebräer. Jeder Mensch hat sein Talent, irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, der Christ und der Hebräer.
Basis haben wir betoniert, der Druse baut die Mauer. Ein bisschen schief das nächste Mal, dann bauen wir's dann genauer. Da bringt der Christ die Fensterstöcke, die passen nicht in die Löcher. Da nehmen sie ihm die Zollstock weg, er fuchtelt mit dem Messer. Wir kochen einen Kaffee, da werden die heißen Köpfe lauer. Wir machen neue Fensterstöcke und zahlen wird der Brauer. Hoppa! Hey, jeder Mensch hat sein Talent, irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, der Christ und der Hebräer. Jeder Mensch hat sein Talent und irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, der Christ und der Hebräer. Die Zeit verrinnt, die Sonne brennt, das Haus wird immer höher. Der Druse bringt uns den Zement, die Ätze ist der Hebräer. Das Dach muss sein aus einem Guss, da wackelt die Verblatschen. Der Christ verschwindet ohne Gruß, der Druse kriegt die Watschen. Der Jakob und der Mohammed, die sind ein bisschen schlauer. Sie bringen unser Eisengestell, zahlen wird der Brauer. Hoppa! Jeder Mensch hat sein Talent, irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, der Christ und der Hebräer. Jeder Mensch hat sein Talent und irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, der Christ und der Hebräer. Haus ist fertig, Gott sei Dank, jetzt machen wir eine Feier. Das dauert aber ziemlich lang und kommt uns ziemlich teuer. Eine junge Ziege muss dran glauben, der Friede kommt beim Essen. Und Kichererbsen, junge Daumen, wird alles runtergestessen. Und alles tanzen Hand in Hand und keiner ist mehr sauer. Shalom Aleichem, zahlen wird der Brauer. Jeder Mensch hat sein Talent, irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, der Christ und der Hebräer. Jeder Mensch hat sein Talent, irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, der Christ und der Hebräer. Jeder Mensch hat sein Talent und irgendwas kann jeder. Der Druse und der Muselmann, Hebräer. Jeder Mensch hat sein Talent und irgendwas kann jeder. Der Druse, Shalom Aleichem, Marzala. Es ist mir jetzt eine ganz besondere Freude, den österreichischen Journalisten, Autor und Auslandsressortchef der Presse, Christian Ultsch, als weiteren Preisträger ankündigen zu dürfen. Ihn wird jetzt der Publizist und Moderator Professor Paul Lendwey vorstellen. Bitte um deine Laudatio, lieber Paul. Ich freue mich sehr und es ist eine große Ehre, dass ich vor einem so wichtigen und verständnisvollen Publikum sprechen kann. Menschen, die wissen, was auf dem Spiel steht. Und deshalb möchte ich vor allem jemanden begrüßen, der mehr getan hat für die Freiheit in Osteuropa, für das Überleben des jüdischen Volkes und Israel, als wahrscheinlich kaum jemand in dieser Region und der trotz vorgeschrittenen Alters aus Prag nach Wien gekommen ist, um seinen Respekt vor den Preisträger und zur Erinnerung an Arik Brauer hier bei uns zu zeigen und zu feiern, für Karl Schwarzenberg. Es war für mich eine besondere Freude, dass ich da war, als er die Thorberg-Medaille der israelitischen Kultusgemeinde bekommen hat und mein Freund Shlomo Avineri ihn dort im Palais Schwarzenberg
als Laudator begrüßen durfte. Und ich konnte das noch diesen Text in der Europäischen Rundschau abdrucken. Arik Bauer war ein Solitär in der österreichischen Geschichte. Wir haben das hier auch gesehen. Maler, Sänger, Autor und vor allem ein Mensch, der als Symbol des Überlebens in der Zeit der Unmenschlichkeit galt. Wir traten noch vor 2 Jahren zusammen bei einer Veranstaltung auf und diskutierten über Österreich, die Vergangenheit und die Welt. Es ist eine Ehre und Freude für mich, dass ich hier auch als Laudator eines Kollegen auftreten darf, der als erster Journalist in Österreich mit dem Arik Brauer Preis ausgezeichnet wird. Journalismus sei, ich zitiere, der schönste, der schrecklichste aller Berufe. Mit der Lust am Wort, mit der Lust an der Beobachtung, mit dem Segen der unstillbaren Neugier, sagte der bedeutende deutsche Journalist und Autor Klaus Harprecht, Journalismus sei die Chance, viele Leben zu leben. Es ist natürlich nicht immer leicht, ein Journalist zu sein, und Journalisten sind im Allgemeinen nicht besonders populär. Wenn man die üblichen Listen macht über die beliebten oder die respektierten Berufe, wir Journalisten rangieren ganz, ganz unten. Nur die Steuerberater sind noch hinter uns. In der kleinen und überschaubaren Welt der österreichischen Politik und Welt ist die Unabhängigkeit die Grundlage dafür, ein anständiges Leben zu leben. Nicht leicht, weil, wie Helmut Qualtinger unnachahmlich formulierte, Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt. Das heißt, man braucht Mut und Qualität. Christian Ulsch, übrigens, es freut mich sehr, dass ich seine Frau und die 2 Söhne hier auch begrüßen darf, die auf ihren Mann und ihren Vater stolz sein können. Christian Ulsch hat in seiner Publizistik beides, Mut und Qualität, wiederholt bewiesen. Zuletzt in seinem Kommentar zum Putins Angriff gegen die Ukraine. Bei uns in Österreich gibt es kleine und große Meister der Heuchelei und Scheinheiligkeit, nicht nur in der Politik. Die stille Korrumpierung ist die Hauptgefahr, die die politischen Journalisten bedroht. Klaus Böhling, manche vielleicht, die deutschen Gäste erinnern sich noch an ihn, er war auch der Pressemann von Helmut Schmidt, war ein großer Journalist, erzählt, dass er war bei einem lateinamerikanischen Informationsminister und im Vorzimmer mehrere jüngere Männer und auch Frauen saßen. Sind das alles Interviewer von Ihnen, Herr Minister? Nein, das sind meine Journalisten. Wie bitte, Ihre Journalisten? Ja, das sind die Leute, die ich täglich sehe, um Ihnen die Absichten meiner Politik zu erläutern. Wohlgemerkt, lange vor dem Message Control, kurz steinerische Prägung. Die Mehrheit, und das ist leider die bittere Wahrheit, lieber Christian Ulsch, interessiert sich einfach nicht für Außenpolitik. Nur selten gelingt es uns, ein Ereignis außerhalb der Grenzen der Mehrheit als ein so lebensbedrohendes Ereignis verständlich zu machen,
dass es ihr auf der Haut zu brennen scheint. Personalisierung der Politik ist wichtig. Ein Glücksfall für die angegriffene Ukraine ist, dass man ihre Verteidigungspolitik mit dem Namen Zelenskis belegen kann. Dieser Mann ist übrigens ein sehr guter Beweis und eine Lehre dafür, meine Damen und Herren, dass man Nationen nicht abschreiben kann. Wenn man weiß, wie viele Menschen auch von ukrainischen Nazis oder Faschisten umgebracht wurden, genauso viele wie von russischen und ungarischen und polnischen und litauischen und lettischen, ist das doch unglaublich, dass ein jüdischer Ukrainer der Ministerpräsident und jetzt auch der Präsident der Ukraine ist. Und das ist ein ganz, ganz großes Ereignis in der modernen europäischen Geschichte, dass man mit dem Wort kämpft. Und er kämpft mit dem Wort, tritt auf vor dem amerikanischen Kongress, vor dem britischen Unterhaus, französischen Parlament, italienischen Parlament. Und ich finde, dass man darüber in Österreich nicht diskutieren sollte, sondern diese Beispiele sollte man folgen, dass er auch hier zu uns sprechen kann und denen es nicht gefällt, diese Abgeordnete sollen nicht im Parlament sein. Worte und Parolen, ihr Gebrauch und Missbrauch sind ein wesentliches Element des Kampfes um die Macht. Und auch die Degradierung von historischen Schlüsselwörtern zu bloßen Manipulationsmitteln. Siehe die letzten Rede von Wladimir Putin. Besonders gefährlich ist es, wenn ganze Parteien oder Gruppierungen sich als Diener der totalitären Politik, der Ausschließlichkeit des Wahrheits- und Herrschaftsanspruches hingeben, extrem rechts und extrem links. Ich bin bekanntlich seit fast 20 Jahren Kolumnist der Wiener Österreichischen Tageszeitung des Standards. Die Presse ist ein Konkurrenzblatt. Aber es ist im staatspolitischen Interesse, dass auch bei der sogenannten Konkurrenz bei einer Zeitung, für die ich noch vor dem Geburt des verehrten Preisträgers Christian Ulsch schon gearbeitet hatte, unabhängige Redakteure in Journalisten wie Christian Ulsch das Sagen haben. Mein Schlusswort ist der ORF. Ich habe die Ehre und die Freiheit, in diesem viel kritisierten Medium seit einigen Jahrzehnten früher das Oststudio, jetzt das Europastudio zu leiten. Und Christian Ulsch war mehrmals da, immer hat sich ausgezeichnet geschlagen. Und als ich zum ersten Mal kürzlich in meinem Leben einen Teilnehmer, nämlich ihn, Christian Ulsch, vergessen habe vorzustellen, hat er mir sogar das auch verziehen. Und ich kann ihm nur sagen, auch als Preisträger, Arik Brauer Preis, werden wir immer uns freuen, ihn nicht nur im Konkurrenzblatt zu lesen, sondern bei uns auch im ORF auftreten zu lassen und mit ihm zu diskutieren. Ich gratuliere zu diesem Preis und wünsche, dass das der erste noch von vielen weiteren sein soll.
ins Licht. Guten Abend. Man hat mir gesagt, ich soll mich kurz fassen, aber ein bisschen was möchte ich schon sagen. Ich war nie jemand, der sich aktiv beworben hat um Journalistenpreise. Und umso mehr freut mich, dass ich diesen Preis erhalten habe. Es ehrt mich allein schon der Name dieses Preises, Arik Brauer. Ich hab ihn nicht nur geschätzt wegen seiner Kunst, sondern für seine Beiträge, die er in öffentlichen Debatten geliefert hat, bis ins hohe Alter. Ich fand, er war ein ausgesprochen mutiger Mann und hat einfach gesagt, was Sache ist, ohne Angst zu haben, irgendwo anzuecken oder gegen den Strom zu schwimmen. Und eigentlich sind er das Eigenschaften, die auch Journalisten haben sollten. Und er hat eigentlich so gehandelt wie ein Journalist. Und wir werden oft an diesem Anspruch nicht gerecht. Und es ist irgendwo ein Ideal und ein Ansporn, natürlich auch diesen Preis zu erhalten. Es freut mich sehr, dass Paul Lendwer die Laudatio gehalten hat. Für mich ist er insofern ein Vorbild, als er geistige Unabhängigkeit immer wieder bewiesen hat, Mut und Haltung und vor allem auch Weltoffenheit und Internationalität. Das ist etwas, das in diesem Land oft auch Mangelware ist, vor allem auch im politischen Bereich. Ja. Frau Lendwer hat es erwähnt. Also ich finde auch, dass es eigentlich schändlich ist, dass der Nationalrat nicht in der Lage ist, den ukrainischen Präsidenten, der schon in Parlamenten von Berlin bis Ottawa und Washington gesprochen hat, einzuladen. Und das ist einfach ein Ausdruck auch eines Duckmäusertums und einer Haltungslosigkeit, wo ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir da noch viel dran arbeiten sollten, auch publizistisch, um da dagegen zu halten. Ich finde es sehr erfreulich, auch dass ich den Preis bekommen habe, für eine faire und ausgewogene Berichterstattung. Da ist mir ein Diktum von einem früheren Chefredakteur der Presse eingefallen, der es prinzipiell sehr gut gemeint hat, aber der hat mal zu mir gesagt, du hast einfach einen unbändigen Drang zur Mitte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht als Kompliment gemeint hat. Aber ich habe es eigentlich so aufgefasst. Ich finde, dass es total wichtig ist, zu versuchen, das richtige Maß zu finden und die Mitte zu finden. Ich halte das auch für essentiell für eine Gesellschaft, weil dann ziemlich schnell, wenn die Mitte verloren geht, eigentlich ziemlich schnell auch Gesellschaften auseinanderbrechen können. Und das erleben wir ja in vielen Ländern, auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und umso wichtiger ist es da, glaube ich, einfach auch Haltung zu zeigen. Und dieser Preis soll mir ein Ansporn sein, das weiterhin zu versuchen. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei Erwin Jawur und Mena Watch für diese Auszeichnung. Erwin Jawur ist ein Mensch, der wirklich auch Freude daran hat, anderen Freude zu bereiten, mit einem sehr feinen Humor. Draußen ist ein Buch, das er geschrieben hat, kann ich wirklich auch empfehlen, ist ein sehr, sehr lustiges Buch. Das heißt, ich bin ein Zebra und voller durchzogen von Humor. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar. Ich möchte mich auch bei der Jury bedanken. Also ich muss sagen, ich schätze wirklich alle Mitglieder dieser Jury sehr. Und das sage ich
nachdem ich den Preis bekommen habe und nicht vorher. Und ja, ich möchte mich auch bei meiner Familie bedanken, bei meiner lieben Frau und auch bei meinen zwei Söhnen, die heute hier sind. Journalismus ist kein besonders familienfreundlicher Beruf, muss ich sagen. Oft muss ich auch an Samstagen arbeiten und ich stoße zu Hause eigentlich immer auf großes Wohlwollen. Möchte mich auch bei meinen Eltern bedanken, die heute nicht hier sind, aber sozusagen im Livestream dabei sind, das darf ich nicht vergessen natürlich. Und bei meinen Buben auch. Also ihr wisst, wie stolz ich auf euch bin und hoffe, dass ihr jetzt auch ein bisschen stolz sein könnt auf mich. Vielen herzlichen Dank und Mazel Tov. Mein Vater wurde einmal gefragt, was sein Lieblingslied ist. Das folgt nun und Sie sind herzlich natürlich eingeladen, mitzusingen. Es ist sehr, sehr bekannt. Er hat ein kleines Häusl in der Grünen Au. Er hat einen guten Posten und eine dicke, süße Frau. Er tut sie bei der Arbeit nicht die Hände verstochen. Er kann an jedem Sonntag eine Virginia rauchen. Er sagt er, mir geht's gut, auf die anderen hauen Hut. Da sagt er, hinter meiner Fuhre, meiner links, rechts gilt's nicht, ober meiner, unter meiner Sichel nicht. Spür nix, hör nix und ich riech nix, denke nix und rede nix und tu nix. Wann der Wind war in die Gossen, wann der Wind war am Land, wann der Wind war, da steckt das ein Köpferl im Sand. Zeige ich in der Stadt das lauter Fetzen und Scherben. Am Platz, wo die Kranken im Rinnsal sterben. Gras in der Schüssel, im Gesicht die Flieren. Die Kinder haben einen Wasserbach und Kretzen am Hirn. Sie stinken wie ein Mist, damit's das nicht vergisst. Da sagt er, hinter meiner, vor der meiner, links, rechts gilt's nichts. Ober meiner, unter meiner Sichel nix. Spür nix, hör nix und ich riech nix. Denke nix und rede nix und tu nix. Wann der Wind war in die Gossen, wann der Wind war am Land, wann der Wind war, da steckt das ein Köpfer im Sand. Sie kann aber sagen und rühren sie sich ein bisschen, sonst erwischt beim Kragen. Dann holen sie Kiefer und Biere in der Fuhr. Einen ins Häfen, die Tür fest zu. Sie brechen Bernhard Händ und retten's in die Zent. Da sagt er, hinter meiner, vor der meiner, links, rechts gilt's nichts. Ober meiner, unter meiner, Psyche nix. Spür nix, hör nix und ich riech nix. Denke nix und rede nix und tu nix. Wann der Wind war in die Gossen, wann der Wind war am Land, wann der Wind war, da steckt da sein Köpferl im Sand. Es pfeifen die Granaten, es donnert und kocht. Sie hocken in der Grube die ganze Nacht. Sie schießen auf alles, was sie rührt. Sie schießen, dass die Krachen klirrt. Der Mutter ihre Bohren fallen um, als wären die Rahmen. Da sagt er, hinter meiner, vor der meiner, links, rechts, gibt's nichts. Ober meiner, unter meiner, sicher nichts. Gespür nix, hör nix und ich riech nix. Denke nix und rede nix und tu nix. Wann der Wind war in die Gossen, wann der Wind war am Land, wann der Wind war, da steckt das ein Köpferl im Sand. Wann der Wind war in die Gossen, wann der Wind war am Land, wann der Wind war, da steckt das ein Köpferl im Sand.
In den Kriterien für den Preisträger heißt es, der Arik Brauer Publizistikpreis für das Lebenswerk wird an herausragende Persönlichkeiten aus den Bereichen Medien, Kunst und Politik verliehen, die sich durch ihren Mut ausgezeichnet haben, sich wenn nötig zwischen alle Stühle zu setzen und auf den Weg des geringsten Widerstands zu verzichten. Wie kaum ein anderer entspricht diesen Kriterien Wolf Biermann, und without further ado darf ich ihn jetzt dann ankündigen. Wir freuen uns auf Ihre Rede und wir freuen uns vor allem auf den Laudator Yves Kugelmann. Krieg in Europa, wieder Krieg in Europa. Geboren wird Karl Wolf Biermann 1936 in Zeiten der finstersten Diktatur. Er wächst auf mitten im Krieg, der in ganz Europa brennt. 1943, das Schicksalsjahr. Am 22. Februar wird sein Vater Dagobert Biermann im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Nur drei Monate später überlebt sein Sohn das britische Bombardement auf Hamburg. Die Operation Gomorrah, ein Fegefeuer, das in zwei Nächten Zehntausende Tote hinterlässt. Der kleine Wolf überlebt dank seiner Mutter Emma. Sie erklärt dem Sechsjährigen, dass diese mörderischen Bomben, denen sie gerade knapp entkommen sind, jene der englischen Verbündeten sind, die sie befreien werden von ihren Todfeinden, den Nazi-Deutschen. 1953 flieht, wie er schreibt, Wolf Biermann in die DDR, in die ostdeutsche Diktatur, die er als 16-jähriger Kommunist als das bessere Deutschland begreift. Zu seiner Mutter sagt er: Emma, hier in Westdeutschland kann ich nicht leben. Hier laufen ja die Mörder meines Vaters herum. In Freiheit wird der junge Wolf Biermann bis zu seiner Ausbürgerung 1976 nie leben. Doch frei ist er immer. Nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie, fordert er seine verzagten, angepassten Schriftstellerkollegen auf, unverbiegbar, aber nicht stur, mutig, aber nie naiv, kompromisslos, doch stets offen, ganz nach Schriftsteller Erich Mühsam, sich fügen heißt lügen. Wolf Biermann bleibt aufrecht und geradlinig gegen ein totalitäres Regime, das ihn mit perfiden Mitteln mundtot zu machen versucht. Doch Biermanns Humanismus ist nicht korrumpierbar. Der Sohn von kommunistischen Widerstandskämpfern spricht mit der ganzen Anmaßung des rechtmäßigen und nicht schuldbeladenen Erben. Biermanns literarische und philosophische Leitsterne im Freiheitskampf der Menschheit sind Heinrich Heine, Bertolt Brecht, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Hölderlin und Georg Büchner. Deutschlands Texte des Aufbruchs sind Ausgangspunkte, Vorbilder für Wolf Biermanns Dichtung, die ohne Deutschland nicht denkbar wäre und doch so wenig deutsch ist. Voller Humor, voller Leichtigkeit und melancholischer Tiefe. Mit der spitzen Feder der Ironie und Selbstironie, mit Reimen, die treffender sind als jede wortreiche Analyse, mit eindringlichen, meisterhaften Melodien verschafft Wolf Biermann seinen Wahrheiten Gehör. Darin liegt die fundamentale Kraft im Werk von Wolf Biermann. Das existenzielle Moment, gepaart mit unbändigem Urvertrauen. In dieser Kombination entsteht die zeitlose, oft visionäre Gültigkeit über den zeitgebundenen Anlass hinaus, wenn der Drachentöter, etwa der DDR-Elite, und allen Folgenden in die Fratze singt. Im neuen Deutschland finde ich tagtäglich eure Fressen. Und trotzdem seid ihr morgen schon verdorben und vergessen. Heut sitzt ihr noch im fetten Speck als dicke deutsche Maden. Ich konserviere euch als Insekt im Bernstein der Balladen. Und dann zum Schluss kommt: Ihr löscht das Feuer mit Benzin. Ihr löscht den Brand nicht mehr. Ihr macht, was ihr verhindern wollt. Ihr macht mich populär. Biermanns Werk ist zutiefst menschlich und damit hochpolitisch. Egal zwischen welchen Kulturen, Jahrhunderten und Philosophien Biermann sich bewegt, der Dichter navigiert immer auf den Menschen zu. Nicht auf dem abstrakten, höheren Ziel für Menschlichkeit, sondern auf dem lebendigen Einzelnen liegt Biermanns Aufmerksamkeit
ganz gemäß seiner Oma Mäume: Mei Junge, durch zu viel Klugheit wird man dumm. Nie kommt er seinen Lesern mit abgehobenen Theorien, vielmehr stößt er sie auf das Unmittelbare, das Niedere auf das Konkrete. Das Hochpolitische liegt für Biermann immer im privaten Leben des Einzelnen. Biermanns Texte waren rasch Kult, wurden in Ostdeutschland der Diktatur trotz des Bands rezitiert und verinnerlicht. Sein Lied »Die Ermutigung« wurde die Widerstandshymne der politischen Gefangenen. Biermanns Texte sind Anfang einer Bewegung, die schließlich in Montagsdemonstrationen zur waffenlosen, friedlichen Revolution, dem Fall der Mauer und dem Ende der Sowjetunion führten. Sie sind Zeugnis dafür, dass Widerstand zuletzt obsiegt. Nur, Zitat, alle Diktatoren der Weltgeschichte sind bisher gescheitert. Fragt sich nur wann und fragt sich, wie viele unschuldige Menschen solch eine Diktatur beim Sturz mit in den Abgrund, mit in das Verderben reißt. Klar, Biermanns Leben ist auch geprägt von der jüdischen Erfahrung von Anbeginn. Hier verbinden sich die Biografien des Preisträgers und des Preisgebers. Auch Arik Brauers Vater starb im Konzentrationslager. Er selbst überlebte untergetaucht in einem Wiener Versteck. Nach dem Krieg schloss sich auch der junge Brauer zunächst der Kommunistischen Partei an, wandte sich aber bald enttäuscht ab. Diesen Bruch vollzog Biermann 1983. Das Einzelkind Wolf Biermann verlor durch die Deutschen seine gesamte jüdische Familie, über 20 Menschen. Der Verlust zieht sich wandelnd und durch alle Jahrzehnte durch Biermanns Werk, wenn er in seiner Biografie schreibt: Dieser eine Grundkummer ist mein Schreien, mein Quasseln, mein Stottern, all mein Singen, mein Mut, mein Übermut, mein Gelächter, mein Schweigen. Dieser politgenetisch gezeugte Kummer wurde all mein vegetativer Hass, aber auch meine angelernte Lust am Leben. Der Kummer um meinen Vater blieb meine verwüstbare Hoffnung, meine bedrohte Liebe. In seinem Gesang für meine Genossen aus dem Jahre 1966 heißt das dann so: Und ich singe all meine Verwirrung und alle Bitternis zwischen den Schlachten, und ich verschweige dir nicht mein Schweigen. Ach, in wortreichen Nächten, wie oft verschwieg ich meine jüdische Angst, von der ich behaupte, dass ich sie habe und von der ich fürchte, dass einst sie mich haben wird, diese Angst. Die Frage nach Frieden schaffen, mit oder ohne Waffen, beantwortete Biermann nie mit falsch verstandenem Pazifismus. Als 1991 der irakische Diktator Saddam Hussein die Völker des Nahen Ostens und besonders die Existenz Israels bedroht, schreibt Biermann gegen die deutsche Friedensbewegung: Damit wir uns richtig missverstehen, meine lieben linken Freunde, ich bin für diesen Krieg am Golf. Und wie so oft, in seiner Dichtung gelingt ihm das dialektische Paradox, die tiefere Erkenntnis. Das deutsch-jüdische Paradox seines Lebens wiederum formuliert er 1987 so: Und weil ich unter dem gelben Stern in Deutschland geboren bin, drum nahmen wir die englischen Bomben wie Himmelsgeschenke hin. Biermann weiß, wovon er spricht. Zitat: Wir Deutschen leben nur in einer Demokratie, weil die Armeen der Anti-Hitler-Koalition den Krieg geführt haben und unter großen Opfern gewannen. Diese alliierten Soldaten kämpfen und starben auch für mich. Deshalb kann ich leider kein Pazifist sein. Vor wenigen Tagen sagte er im Interview: Für mich gilt, gebranntes Kind sucht Feuer. Ich hatte nie lähmende Angst vor dem Streit der Welt. Ich war immer dafür, dass man sich wehren muss. Mit Worten, mit Wahrheiten, mit Geld, aber auch mit Waffen. Eine Haltung, die nun über Nacht nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zur Westdoktrin wurde. Der Augenöffner mit Gitarre und Bleistift als einzige Waffe, der noch nie ein Gewehr in Händen trug, er spürt das potenzielle Inferno. Wenn in diesen Tagen Mütter wieder ihre Kinder vor den Bomben retten, dann ist es wieder da, das Trauma des kleinen Karl Wolf. Heute heißen die Städte Kharkiv, Mariupol, Cherson, bald Odessa, Kiew, Lwów. Der Bombenteppich, das Fegefeuer, die Bodenoffensive liegen wieder in der Luft. Der größte Flüchtlingsstrom seit 1945 strafft Horden von naiven Schönrednern
und Diktatoren statt Demokratie verstehen ab. Anfang 2022 schreibt Wolf Biermann in der Elegie im 86. Jahr. Nun schließt mein Lebenskreis, wer weiß, sich höllenwärts, noch lache ich, mach mein Ding und schweig dir, ich sing trotz allem mein Lied, es flieht mein guter Stern in ferne Ferne, verkroch sich in ein schwarzes Loch, hab mehr als nur gesehen, dein Lächeln sah ich leuchten, doch die Elbe fließt bei Övelgönne, als könne sich ewig stillstehen, sah Sonnen aufgehen, falsche Sterne, sah Scardanelli überm Neckarfluss. Schenk mir, mein Weib, ein Seelenkuss, ich, der Lebendigste, leb nicht mehr gerne. Ich, der Lebendigste, leb nicht mehr gerne? Ist der Dichter, Kämpfer, Menschenfresser müde geworden, nach Vietnam, Afghanistan, Balkan, Syrien, nach allen Kriegen der letzten 75 Jahre? Keinesfalls. Doch erstmals in seinem Leben holt ihn dieses Weltenende ein. Zitat: Jetzt aber erlebe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine tiefe Angst vor dem Krieg. Treffender gesagt, ich habe nicht die Ängste, sondern die Angst hat nun leider mich. Mit diesem neuen Krieg in Europa ändert sich auch der Fokus dieser Laudatio. Nicht die Ballade vom preußischen Ikarus, nicht der Hugenottenfriedhof, nicht die Ballade zum 35. Jahr, nicht die Stasi-Ballade, Melancholie, bin mager und fühle mich, keine Sonette oder Nachdichtungen oder Essays, nein. Die Antikriegslieder drängen sich vor, wie dieses aus dem Jahre 1963. Soldat, Soldat in grauer Norm, Soldat, Soldat in Uniform, Soldat, Soldat, ihr seid zu viel, Soldat, Soldat, das ist kein Spiel, Soldat, Soldat, ich finde dich, Soldat, Soldat, dein Angesicht, Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leich. Soldat, Soldat, wo geht das hin? Soldat, Soldat, wo ist der Sinn? Soldat, Soldat, im nächsten Krieg. Soldat, Soldat, gibt es keinen Sieg. Soldat, Soldat, die Welt ist jung. Soldat, Soldat, so jung wie du. Die Welt hat einen tiefen Sprung. Soldat, am Rand stehst du. Soldat, Soldat, in grauer Norm. Soldat, Soldat, in Uniform. Soldat, Soldat, ihr seid so viel. Soldat, Soldat, das ist kein Spiel. Soldat, Soldat, ich finde nicht. Soldat, Soldat, dein Angesicht. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leich. Nicht alle Soldaten sind, sondern alle Soldaten sehen sich gleich. Dichtung als tiefere duale Erkenntnis über Generationen hinweg und in diesen Tagen keine Worte, sondern Realität. Wolf Biermann hat Geschichte geschrieben, anders als er sich das als junger Kommunist vorstellte. Er hat Antikriegslieder geschrieben, die Generationen prägte. Doch Biermann hat auch die schönsten Liebesgedichte und die schönsten Melodien geschrieben, die er schreiben wollte und es eben auch konnte. Wolf Biermanns veröffentlichtes Werk, Lebenswerk, umfasst bisher 24 Alben und über 40 Publikationen von Gedichten, Übersetzungen, Nachdichtungen, Essays, Noten und Hörbüchern. Seit 1954 führt der Außenseiter Tagebuch und schuf so eine außergewöhnliche Chronik seiner Zeit über 6 Jahrzehnte. All dies kumuliert zu einem europäischen Jahrhundertwerk. In der nationalsozialistischen Diktatur geboren, in die kommunistische Diktatur ausgewandert, in die Freiheit und Demokratie verdonnert. Der dichtende Einsiedler, der singende Troubadour, der mutige Widerstandskämpfer. Flucht, Migration, Exil, Hoffnung, Emanzipation und Widerstand sind Themen seiner Dichtung, aber eben auch zärtlich innige Lieder, nicht über die Liebe zur Menschheit, sondern zu der unverwechselbaren Geliebten. Leben und Werk sind bei Wolf Biermann nicht voneinander zu trennen. So heißt es in seinem Gedicht Heimat: Ich suche Ruhe und finde Streit, wie süchtig nach lebendig Leben. Zu kurz ist meine lange Zeit, will alles haben, alles geben. Weil ich ein Freundefresser bin, habe ich nach Heimat Hunger immer. Das ist der Tod, da will ich hin. Ankommen aber nie und nimmer. Wenn die Jury von MenaWatch heute Wolf Biermann für sein Lebenswerk mit dem Arik Brauer-Preis auszeichnet, dann als Gesamterscheinung. Den Dichter und Musiker für sein vielseitiges Werk, den Rebell für den kritischen Widerstand und seine unbeirrbare humanistische Haltung. Ja,
Es ist wieder Krieg in Europa. Biermanns Freiheitslieder bleiben und sind aktueller, als es uns allen lieb sein kann. Der lebendigste unter allen Dichtern hat sein Lebenswerk noch lange nicht vollendet. Der Kampf geht wieder von vorne los, zum Guten der Menschen, der Kunst und im Gedenken an all die Seinen. Oder mit deinen treffenden Worten, lieber Wolf, mag sein, dass ich einmal, wenn alles erreicht ist, erreicht habe nichts als ein Anfang von vorn. Herzliche Gratulation. Wolf. Du bist ein Wolf. Und kein Hund. Ja, das stimmt. Aber eine Maus fresse ich auch. Ja. Das glaube ich. Aber vor allem große. Naja. Kommt drauf an, wer sie zubereitet hat. Ja. Ich fresse sie aber auch roh. Ja. Ich soll jetzt. Du singst jetzt was. Du halte meine Maus. Ich halte deine Maus. Ja. Gib sie nicht mehr. Ja. Okay. Ja, meine Frau Pamela, die bei uns den Stoffwechsel mit der Menschheit reguliert, sagte, bring bloß nicht deine Gitarre mit, sonst wird das kein Ende geben. Und das muss ich auch gar nicht, weil ich ja morgen meinem Affen Zucker geben darf und singe hier auf dieser Bühne meine Lieder, die mir gerade wichtig sind. Aber ein Gedicht, sagte ich zu ihr, kann ich doch wenigstens lesen. Und das hängt auch mit diesem Arik Brauer zusammen. Ich kannte den, wie sie schon dunkel ahnen, überhaupt nicht. Nichts. Nicht mal den Namen. Der gehört nicht in meine Blase, in der ich lebe. In der Brecht-Blase haben solche Lieder keinen Platz. Aber er gehört, wir haben einen gemeinsamen Nenner, der etwas tiefer liegt. Das ist Heinrich Heine. In die Blase gehören wir beide. Das passt. Ich traf ihn vor 5 Jahren en passant, weil wir beide in irgendeiner Fernsehsendung, heißt es gut lesen oder erlesen, ne? Wie das so ist. Da ist ein Moderator und dann werden einzelne Athleten vorgestellt. Und man wartet vorher, bis man dran ist und trinkt ein Glas Wasser. Und da sitzt dieser Arik Brauer mit seiner Frau Naomi. Stimmt's, Naomi? Und irgendjemand sagt mir, du, das ist ein ganz wichtiger. Ich sage, oh ja. Und weil der Heinrich Heine uns auf jeden Fall verbindet, möchte ich Ihnen ein Gedicht vorlesen, das heißt Die Rheinfahrt.
Der Heine schrieb ja ein Lied, das für uns auch ein gemeinsamer Nenner sein kann. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Lied aus alten Zeiten, das kommt oder geht, kommt mir nicht aus dem Sinn. Und so weiter. Und im 19. Jahrhundert schrieb ein deutschnationaler Germanist an diesem Lied, die Lorelei, kann man erkennen, dass Heinrich Heine kein deutscher Dichter ist. Der Reim verrät es. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, ein Lied aus uralten Zeuten. Oder wie? Das ist ein unsauberer Reim. Können Sie mir folgen? Ja, aber wenn man bedenkt, dass der Heine ein jiddisches Judenlexikon, Reimlexikon im Kopf hatte, dann heißt es auf Jiddisch, ich weiß nicht, wo soll das bedeuten. Und bedeuten reimt sich ideal auf Zeiten. Naja. Ich war in Israel und wunderte mich, es gibt keine Heinrich-Heine-Straße. Vor vielen Jahren, als ich dorthin kam zum ersten Mal. Und warum nicht? Wegen 1825. Als der Heine konvertiert ist zum Christentum. Aber es gibt auch kein Land auf der Welt, wo Heine so viele Bewunderer hat, wie in Israel. Hatte die Jecken, die deutschen Juden. Die sind mit Heinrich Heine geflohen vor Hitler. Und jetzt gibt es eine Heinrich-Heine-Straße. Es gab sogar einen Heinrich-Heine-Kongress, wo ich ein Konzert geliefert habe. Und nun also das Gedicht Rheinfahrt über Heinrich Heine. Verzeih mir, verzeih, beloved Lorelei. Was für ein dummes Missgeschick. Ich hab dich im Zuge verschlafen. Ab Bonn drückte ich mir die Nase platt. Ja, winken wollte ich, ein Blick erhaschen von dir, einen Augenkuss. Ich sah mich an Lastkähnen müde satt, sah in der scharfen Biegung im Fluss und gut in Farbe die Schlappen voll Sand, die Schubprämen, lustige Fahrgastschiffe, die Speedboote längsseits am steinigen Strand, sah blitzblanke Tankstellen, Weinberge schön, die mörderischen, die lieblichen Riffe, am anderen Ufer da drüben ein Kahn. Ach, mit dem Strom fahren die Schiffe so schnell, auf dem Rhein dahin, dahin. Ach, gegen den Strom geht es langsam zurück. Ich weiß nicht, wie traurig ich bin. Die Burgruinen auf stolzer Bastei, der Berg schluckt die Spielzeugeisenbahn. Vom Fenster wollte ich Bacharach sehen, den Rabbi, die schroffen Felsen. Vorbei, 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 vorbei. Durch breitere Ebenen gleitet der Zug. Hier wächst schon der Wein so elend flach.
Nun rasen wir Richtung Mainz im Flug. Ach, nimmermehr seh ich dich, Schöne, ach, dein goldenes Haar, dein goldenen Kamm und nix da mit himmlischem Tandaradei. Du frag nicht, warum ich so traurig bin, warum mich die Kitschbilder freuten, warum grad mein Auge in Tränen schwamm. Doch deine liebliche Melodei, die weiß ich und kann sie auch deuten. Der Rhein fließt unter die Brücken hin. La, 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 la. Das Wasser voll Öl und voll Ruß. Die Lorelei stürzt in den Rhein, damit sie nicht singen muss. Dahin, 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 dahin. Die Zugräder rattern durchs Weichengewirr. An putzigen Bahnhöfen flog ich vorbei. Paar Tunnelchen piercen die Felsnasen durch. Nach jeder Kurve kam Postkartenkunst. In Hölle und Fülle, Idylle, Idylle. Ein Meisterwerk Gottes. Es schmiegt da das Gleis am krummen Rücken sich vom Vater Rheine. Mein IC-Waggon ist kein Viehwaggon. Ich weiß ja, du weißt, was ich meine. Kein Viehwaggon mit Stacheldrahtgitter vorm Luftluckenloch, bewacht von SS und Hilfsmördern aus Weißrussland und aus der Ukraine. Ich döste im erster Klasse Abteil, im Warmen, schön weich, schön alleine, und doch, und doch, und doch, und doch. Ich hörte die Schreie im Schienenschlag. Riboino, schell, Eulam, oi weich, helf und schein. Und denk an den jiddelnden Reim dabei, das reimt sich so rein auf uralte Zeiten. Badei, 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 ich weiß nicht, wo soll das badeiten. So sang Heinrich Heine, der Jude vom Rhein. Und das freut die Sigmund Freudschen. Der vaterlandslose Gesell in Paris war jüdischer als mancher Jud. Überdies viel deutscher als all diese Deutschen. Ja. Das fiel mir auch auf, als ich nachschaute, wer dieser Arik-Brauer ist. Nach der Halacha sind wir ja beide gar keine Juden. Der berühmte Religionsforscher Adolf Hitler war da ganz anderer Meinung. Wie verrückt alles, wie absurd. In Adolf Hitlers Rangordnung waren wir besonders schlimm jüdisch, weil Hitler ja der Meinung war, dass der Mann viel wichtiger ist als die Frau. Er senkt seinen Samen ja nur in das Gefäß.
wenn ein Mischling einen jüdischen Vater hat, ist er ja noch schlimmer, als wenn es nur die Frau ist. Und mein Freund Nathan Zach, kennst du den? Ja. Der hat auch einen Judenvater und seine Mutter war eine italienische Katholikin. Und ärgerte sich die ganzen Jahre, immer in Israel, dass die Oberidioten ihn nicht anerkannten als Juden. Mir ist er jüdisch genug. Am Ende denke ich an meinen Vater. Als der 1937 vor Gericht beim Volksgerichtshof stand in Deutschland, meine Mutter durfte nur teilnehmen als die Formalien am Anfang. Name, Beruf, Geburtsort und so weiter, wie das immer so ist. Dann musste sie raus. Hat sie mir erzählt, immer wieder. Name, Dagobert Biermann. Beruf, Schlosser, Maschinenbauer. Wohnort, Hamburg, Hammerbrook, Schwabenstraße 50a. Religion. Mein Vater wusste keine Antwort. Er war doch Kommunist. Der wollte weder Jude noch nicht Jude sein, der wollte ein Mensch sein. Und hat gestottert. Und der Richter war nett und sagte zu der Frau, die das mit Stenografie, das Tonband gab es ja noch nicht, keine Religion. Da stand mein Vater und sagte mit fester Stimme, ich bin Jude. Und meine Mutter kriegte einen Schreck und dachte, du kleiner, wunderbarer, lieber, geliebter Idiot. Musst du das sagen? Vielleicht gehst du hier als Kommunist durch und hast die Chance zu überleben. Vielleicht besonders in der Zeit, wenn Hitler mit Stalin im Bett liegt und Hochzeit macht. Später. Jude aber noch nicht. Naja. Der Heine. Der Arik Brauer. Der Brecht war nicht besonders jüdisch. Das fällt mir auf. Aber unter uns, die Musen kümmern sich nicht um die Nürnberger Rassegesetze. Die Musen sind sehr kapriziöse Damen. Sie küssen den, auf den sie scharf sind. Und die meisten Dichter, aber das muss unter uns bleiben, haben eine unerwiderte Liebe zu den Musen und quälen sich rum mit ihrem Gedichte. Aber die wenigen, die es können, da ist es dann manchmal sogar komisch umgekehrt. Zu Brecht hatten die Musen eine unerwiderte Liebe. Die waren scharf auf ihn und wollten ihn küssen, aber er stank. Er stank, wie ich von Lou Eisler weiß, die hier nach Wien gehört, die Frau von Hans
Eisler, mein Meister, der stank. In wienerischer Tonart hat sie das gesagt. Der stank. Und ich bin die Einzige, die es nicht selbst gerochen hat. Darauf war sie stolz. Na gut, ich komme vom Wege ab, obwohl es im Grunde immer nur darum geht. Wer küsst wen? Ich bitte jetzt die Preisträger zum Foto und habe noch ein paar Werbeeinschaltungen. Es gibt jetzt anschließend einen Büchertisch. Morgen gibt es das Konzert. Vorsichtig, bitte nicht von der Bühne fallen, das hatten wir schon mal. Bitte zurück. Morgen gibt es Wolf Biermann hier auf dieser Bühne im Konzert. Es gibt noch Karten. Am Sonntag gibt es den Max und Tode Berger Preis für die Familie Brauer, für Erwin Jawor im Jüdischen Museum Wien. Ich würde mich freuen, Sie zu sehen, Sonntag 15 Uhr. Und Montag hier, auch auf dieser, nein, nicht hier, ganz hier falsch, bei mir, im Jüdischen Museum, Tuvia Tennenbaum, und ich hoffe, er ist da. Wenn nicht, dann freue ich mich auf Montag, Montag im Jüdischen Museum. Und jetzt freue ich mich auf einen gemeinsamen, gemütlichen Ausgang mit Ihnen. Es gibt noch ein kleines Get-Together und danke vielmals, dass Sie diesen Abend mit uns gemeinsam gefeiert und geteilt haben. Applaus